Willkommen zurück zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um die kommende Saison, um die Saison 2022-2023. Wir starten rein mit dem BVB und wollen auf realistischer Basis die Transfers für die neue Saison tätigen und dann mal gucken, wie gut der BVB sein kann. Vorneweg, wenn euch die Idee gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr ja nichts mehr verpassen wollt in Sachen dieses Formates oder anderen Formaten. Im letzten Jahr haben wir den Beginn einer neuen Ära gehabt, weil viele neue Trainer zu den Vereinen gekommen sind. Dieses Jahr wollen wir nur eine Saison jeweils unter die Lupe nehmen und gucken, was wir so erreichen können. Gerne weitere Vorschläge für Teams in die Kommentare. Ich hatte jetzt Lust, mit dem BVB reinzustarten, weil da ja einiges im Sommer passieren wird. Wir starten jetzt hier noch im Sommer 2021. Heißt, das Erste, was wir machen, ist bis zum Winter simulieren, denn dann gibt es ja bereits die ersten Transfers, die wir tätigen können. Die Tabelle und alles Weitere interessiert uns jetzt hier natürlich noch nicht so genau. Ich werde aber schon versuchen, den BVB sich wieder für die Champions League qualifizieren zu lassen. Es geht uns jetzt vielmehr darum, Verträge, die auslaufen und natürlich auch schon ein Neuzugang. Renier wurde jetzt hier von der Leihe schon zurückgezogen, aber okay, das können wir jetzt nicht verändern. Aber es laufen einige Verträge aus und wir werden nicht gerade alle verlängern. Mit Pongracius werden wir die Leihe auf jeden Fall auslaufen lassen. Bin gar kein Fan von ihm beim BVB. Viel zu viele Fehler. Ich weiß nicht, warum man ihn geholt hat. Es war eigentlich nur Marco Rose, der ihn haben wollte, weil er mit ihm in Salzburg schon mal zusammengearbeitet hat. Schmelzer wird auslaufen gelassen. Witzel auf jeden Fall auch. Zagadou, das ist in echt ja immer noch nicht bekannt, ob man mit ihm jetzt verlängern wird oder nicht. Bei uns wird er aber den Verein verlassen. Er ist leider einfach zu verletzungsanfällig und dafür ist er einfach, ja, was das Gehalt angeht, zu teuer. Sehr, sehr schade. Er ist immer noch ein großartiges Talent, aber einfach zu häufig verletzt. Mit Mokoko wiederum werden wir auf jeden Fall verlängern. 3 Jahre, ich glaube, das ist auch im realistischen Rahmen und er soll dann natürlich im Sommer verliehen werden, denn beim BVB, vor allem unter Marco Rose, spielt er einfach zu wenig und dementsprechend ist die Leihe, denke ich, da ein realistisches Szenario. Dementsprechend Vertrag verlängert und im Sommer geht es dann auf eine neue Reise für ihn. Und der erste Transfer, den wir tätigen, ist natürlich ein Vorvertrag und zwar mit niemandem geringeres als Niklas Süle. Ich war so unfassbar überrascht, als dieser Transfer bekannt gegeben wurde, aber ich feiere es extrem. Niklas Süle wird die Abwehr des BVBs einfach auf ein neues Level hieven. Schlüsselspieler für Jahresvertrag und keine Freigabesumme dazu, ein richtig stattliches Gehalt. Niklas Süle ab sofort Spieler des BVBs. Damit ist im Winter für uns alles getan. Ich kann nur schon mal eine Information geben, denn Witzel wird zu City wechseln, also nochmal ein richtig dicker Transfer, wird dort also Fernandinho ersetzen, der ja die Sky Blues verlassen wird und wir springen jetzt ans Ende der Saison und dann in den nächsten Sommer. Das Ende der Saison ist erreicht, am Ende qualifizieren wir uns für die Champions League und holen keinen Titel, also genauso wie in echt. Das ist die aktuelle Mannschaft in der ersten Saison gewesen und jetzt geht es rein in die zweite Saison, in das eigentliche Thema dieses Videos, denn jetzt werden wir die Mannschaft, ja, realistisch umbauen. Zagadou wird dann auch dennoch den Verein verlassen. Für ihn geht es auch nach Manchester und zwar zu Manchester United. Und damit sind wir jetzt angekommen in der Saison 2022-2023 und das Erste, was wir machen müssen, ist die Abgangskandidatenliste aufzustellen. Und das ist die streichlichste. Witze können wir natürlich ausblenden, der ist ja schon weg. Dann Bürki, Schulz, Akanji, weil der wird seinen Vertrag bei Dortmund sehr, sehr wahrscheinlich nicht verlängern und dementsprechend muss man ihn verkaufen, weil er nur noch ein Jahr Restvertrag hat. Manchester United soll an ihm stark interessiert sein. Haaland, Freigabesumme, klares Ding. Das wird ein Ding von Tagen sein, bis der jetzt dann irgendwann sein Transfer fix ist. Und Mokoko auf die Leihliste, das haben wir ja schon besprochen. Also ja, Nico Schulz ist auch noch dann ein Kandidat, den wir eben verkaufen wollen, weil er einfach nicht gut genug ist. Dazu gibt es weitere Wackelkandidaten, ein Guerrero, der ja bei dem eigentlich das gleiche Thema ist wie mit Akanji. Allerdings kann sich der BVB durchaus noch vorstellen, mit ihm zu verlängern. Das Problem ist viel eher, dass er einfach sehr, sehr häufig verletzt ist. Mats Hummels, auch immer wieder ein Thema, zumindest in den Medien. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er beim BVB bleiben wird. Selbige Meinung habe ich über Emre Can. Er steht hier, ein Führungsspieler und ich sehe ihn echt auch als Führungsspieler. Klar, er hat seine dummen Aktionen immer wieder, aber er hat auch immer wieder richtig, richtig gute Spiele und du brauchst einen Spieler wie Emre Can. Julian Brandt ist der nächste deutsche Wackelkandidat. Auch bei ihm wäre man bei einem sehr guten Angebot bereit, ihn zu verkaufen. Allerdings unter Rose hatte er wirklich zumindest eine sehr starke Hinrunde und in der Rückrunde kommt er jetzt auch wieder immer besser in Form. Dementsprechend soll er bleiben. Hazard, da gibt es eigentlich auch keinen Grund, ihn abzugeben. Er ist immer noch technisch sehr, sehr stark und als Rotationsspieler immer noch wirklich gut.
Und dann haben wir noch Paslak, den ich jetzt zum Rechtsverteidiger umtrainiere. Da ist halt echt die Frage, ob der beim Verein noch bleiben wird. Ich denke, als Backup kann er bleiben. Mehr ist auf gar keinen Fall. Marius Wolf hat sich über die letzte Saison so empfohlen, dass er, denke ich, im Verein bleiben wird. Das zweite, was wir jetzt machen, ist einen Tag vorsimulieren. Das bedeutet nun, dass Witze, Sagadu, Schmelzer weg sind und dafür, ja, und auch natürlich Pongracic, der ausgeliehen war, und dafür Niklas Süle jetzt im Verein ist. Und während wir nun auf die ersten Angebote warten, ist es Zeit, auf unsere Wunschliste zu blicken. Karim Adeyemi natürlich ganz oben, ebenso wie Nico Schlotterbeck, spielt hier zwar schon bei Wolfsburg, aber wir können ihn trotzdem holen. Die beiden werden definitiv kommen. Und dann gibt es eben noch viele, viele weitere Spieler, die mit dem BVB in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel auf der 6er-Position Xaver Schlager, Leimer, Skiri, Grilic, alle sehr, sehr, ja, potenziell gute Sechser, die einen nochmal, ja, die Mannschaft verstärken könnten. Ich halte hier Schlager am realistischsten oder am wahrscheinlichsten, dass er zum BVB kommt. Nur noch ein Jahr Restvertrag bei Wolfsburg, hat schon unter Rose gespielt und hat es in der Bundesliga bewiesen, dass er ein richtig guter Spieler ist. Leimer, habe ich mittlerweile das Gefühl, dass er zu Bayern wechseln könnte, wenn Bayern Sabitzer verkaufen sollte. Skiri halte ich persönlich vielleicht nicht gut genug für den BVB. Und bei Grilic, bei dem der Vertrag sogar ganz ausläuft, habe ich eher das Gefühl, dass es in die Premier League geht. Die Linksverteidigerposition ist dann in der Gerüchteküche auch noch ein großes Thema. Wenn eben Guerrero gehen sollte, brauchen wir auf jeden Fall da einen neuen. Benzebaini, ein Jahr Restvertrag. Sosa spielt seit mehreren Jahren richtig, richtig stark beim VfB. David Raum, erste Saison in der Bundesliga, gleich durch die Decke gegangen. Ihn halte ich für am unwahrscheinlichsten, weil er gerade erst bei Hoffenheim vor einem Jahr unterschrieben hat und dementsprechend wohl kaum direkt wieder wechseln wird. Dann haben wir die Innenverteidigerposition, die halte ich durchaus für realistisch, dass Dortmund da noch einen dritten Transfer tätigen wird. Niakate, Stark und Sanjus, bei Stark läuft der Vertrag komplett aus und bei Niakate und Sanjus in einem Jahr, also alle wären relativ günstig. Und dann noch die Stürmerposition. Nun, yes, ist da in der Realität immer noch irgendwie ein Gerücht, auch wenn ich glaube, dass er viel zu teuer ist für den BVB. Und Sascha Kalajdzic, bei ihm auch nur noch ein Jahr Restvertrag. Und wir haben gleich ein sehr interessantes Transferangebot, und zwar für Akanji. Das ist zwar nicht aus der Premier League, aber Juve halte ich durchaus auch für einen realistischen Abnehmer. Dementsprechend nehmen wir das an. Manu verlässt jetzt also nach vielen Jahren beim BVB den Verein. Und das Geld, was wir für Manu einnehmen werden, wird dann gleich reinvestiert in Karim Adeyemi. Der Mann wird auf jeden Fall die Zukunft beim BVB im Sturm sein. Es war echt eine lange Transferposse, aber anscheinend hat man sich ja jetzt doch geeinigt. Und dementsprechend wird Karim Adeyemi im Sommer zum BVB wechseln. Bei RB trug er immer die 27, bei uns ist die vergeben durch Tigges und deshalb nimmt er die 17. Sieht richtig, richtig nice aus. Ich freue mich auf Karim Adeyemi. Das Transferangebot für Haaland, es hat nicht lange auf sich warten lassen, Real Madrid. Ich glaube, in echt wird er zu City gehen, aber wenn Kylian Mbappé wirklich nicht zu Real gehen sollte, dann glaube ich, wird da auf jeden Fall nochmal ein Angriff gestartet. Birki geht hier nicht in die USA, sondern in die Premier League zu Tottenham, setzt sich dort auf die Bank und Emre Can, den möchte ich nicht verkaufen. Akanji wiederum hat den Verein jetzt dann schon verlassen, wie gesagt in Richtung Turin, und deshalb holen wir Nico Schlotterbeck. Mit Akanji haben wir jetzt 3 Innenverteidiger aus der letzten Saison verloren, da muss jetzt der erste Neuzugang aber auch her. Für 33 Millionen kommt er in echt vom SC Freiburg und wird definitiv die Zukunft beim BVB in der Innenverteidigung zusammen mit Niklas Süle bilden. Wir haben ein Leihangebot für Moukoko, ist zwar jetzt leider nicht aus der Bundesliga, das hätte ich am besten gefunden. Burnley machen wir jetzt aber trotzdem mal. 2 Jahre ist für uns jetzt relativ unrelevant. Ich glaube, in echt wird es eher eine Einjahresleihe für ihn, aber 2 Jahre kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Und jetzt, da die allerwichtigsten Transfers bereits getätigt sind, mit Schlotterbeck und mit Karim Adeyemi, kann ich euch mal einen kurzen Überblick geben, wie ich mir den BVB im Jahr 2022, 2023 vorstelle. Und zwar sehr flexibel. Einerseits 4-2-3-1 System, ganz, ganz klassisch. Kobel im Kasten, davor die Viererkette, Meunier, Schlotterbeck, den wir noch mit Süle tauschen müssen, und Guerrero. Dann haben wir Bellingham und Can davor, Reiner über den rechten Flügel, Reus im Zentrum, Malen über den linken Flügel und Adeyemi dann im Sturm. Die Bank wäre noch dazu auch richtig, richtig gut besetzt, das muss man schon mal sagen. Also das sieht echt richtig gut aus. Aber es gibt noch eine zweite Variante. Und zwar mit einer Dreier-Fünferkette zu spielen. Dann hätte man eben in der Innenverteidigung Süle,
Hummels als ja, den offensiven Innenverteidiger, der das Spiel eröffnet, und Schlotterbeck, davor Bellingham und Dahoud, und auf den Schienenspielerpositionen Marius Wolf, der bewiesen hat, dass er das gut kann, und auf der anderen Seite Rafael Guerreiro. Da könnte Rothe natürlich auch sehr, sehr gut spielen, weil er das in seinem Bundesliga-Debüt klasse gemacht hat. Dann haben wir Reus auf der 10 und vorne Adeyemi und Malen als Doppelspitze. Ich finde es absolut genial. Da Haaland und Birki jetzt ja auch verkauft sind, müssen wir nur noch die Leihbestätigung von Moguke abwarten und dann Schulz irgendwie noch verkaufen. Und dann müssten wir uns nochmal ein bisschen in der Kaderbreite verstärken. Und dann wäre das hier schon eine richtig, richtig gute Transferphase. Und dann ist da auch schon das Transferangebot für Nico Schulz. OL ist bereit, ja, ein bisschen Geld noch für ihn auf den Tisch zu legen. Und damit haben wir alle Spieler abgegeben, die wir abgeben wollten. Ein weiterer Transfer in Anführungszeichen wurde dann noch getätigt. Stefan Djatja wird geholt vom BVB 2. Eben einfach, um die Lücke, die Birki als dritter Torhüter hinterlassen hat, zu stopfen. Und damit haben wir jetzt wirklich einen breiten Kader, der jetzt, wie gesagt, noch punktuell etwas verstärkt werden soll. Der erste Neuzugang für die Kaderbreite kommt aus der Bundesliga von Mainz, und zwar Moussa Niakate, dort Kapitän gewesen. Jetzt der Schritt zu einem größeren Verein. 15 Millionen kostet er gerade einmal. In echt, glaube ich, kriegt man ihn sogar für nochmal 5 Millionen weniger, weil sein Vertrag, wie gesagt, ausläuft. Er ist unser vierter Innenverteidiger und den brauchen wir eben, weil wir halt auch mit der Dreierkette agieren wollen. Und der letzte Neuzugang, den ich jetzt geplant habe, der kommt auch aus der Bundesliga. Es ist Xavi Schlager, ein alter Bekannter von Marco Rose, noch aus Salzburger Zeiten. Der Österreicher unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag hier. Niakate übrigens einen 3-Jahres-Vertrag, habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. 25 Millionen kostet er. Ich glaube, ja, auch ihn würde man dann echt nochmal 5 Millionen günstiger bekommen. Es ist also wieder ein Mann, den man von Wolfsburg holt, der früher mal mit Rose zusammengearbeitet hat. Ich hoffe und glaube nur, dass das jetzt deutlich, deutlich besser laufen wird als mit Pongracic. Es gibt jetzt zwar noch ein Mega-Angebot für Julian Brandt, aber ich bin gerade mit dem Kader unfassbar zufrieden. Ich finde, das habe ich jetzt hier richtig gut hinbekommen. Gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Welche Transfers findet ihr unrealistisch? Welche findet ihr sehr realistisch? Ich glaube, beim BVB hatten wir jetzt ein relativ leichtes Spiel. Und vor allem, was glaubt ihr, welche Spieler verlassen den Verein noch? Geht ein Guerreiro noch? Geht ein Brandt noch? Geht ein Can vielleicht sogar noch? Geht ein Hummels vielleicht eventuell sogar noch? Also das auch gerne in die Kommentare. Hätte da Bock, mit euch ein wenig zu diskutieren. Und auch für Rafa gibt es jetzt nochmal ein geiles Angebot, was der BVB in echt sofort annehmen würde und dann wahrscheinlich Sosa oder Benze bei Ini holen würde. Aber ich möchte jetzt hier sagen, dass man mit Guerreiro nochmal ins letzte Vertragsjahr geht und entweder dann verlängert oder die Wege trennen sich dann halt. Das wird man dann sehen. Ich glaube aber wirklich, dass Guerreiro grundsätzlich offen wäre, beim BVB zu bleiben. Nur Dortmund selbst hat halt so seine Zweifel aufgrund der Verletzungsanfälligkeit, vor allem auch in dieser Saison. Und da wir in diesem Video ja nur eine einzige Saison behandeln, gehen wir auch immer mal wieder in die Live-Simulation sozusagen rein. Starten dabei mit dem Bundesliga-Auftakt gegen Düsseldorf, die hier aufgestiegen sind. In echt werden sie das auf jeden Fall nicht tun. Mit der Dreierkette bzw. Fünferkette 3 Neuzugänge in der Startelf mit Süle, Schlotterbeck und Adeyemi. Wie geht der Saisonstart los? Mit einem Doppelpack von Reus gewinnen wir gerade so gegen den Aufsteiger. Gut, und damit sind wir am Transfer Deadline Day angekommen. Ja, Top-Transfers seht ihr hier. Haaland natürlich, Koundé und Neves haben wir dann noch am Start. Und ja, das war's von dieser Transferphase. Ich bin echt richtig, richtig happy mit den Transfers, die wir getätigt haben, mit den Spielern, die wir abgegeben haben. Ich kann mir so ungefähr den BVB gut im Jahr 2022, 2023 vorstellen. Und jetzt gibt's dann eben nochmal die kurze Übersicht. Uns haben verlassen Witzel und ja auch schon Zagadou als auch Schmelzer bereits vor der Transferphase. In der Transferphase dann Nico Schulz fest zu OL, Moukoko auf Leihbasis, Birki in echt in Richtung USA, Haaland hier zu Real, ich glaube in echt wird er zu City gehen, Akanji kann ich mir gut vorstellen, dass er auch nach Manchester geht, zu United, hier geht er zu Juventus Turin, und das war es dann auch schon in Sachen Abgänge. Wir haben dazu geholt auf der IV-Position als Backup Niakate, neun Torhüter aus der zweiten Mannschaft, Karim Adeyemi für 30 Millionen, Xavi Schlager für 25 Millionen, Schlotterbeck für knapp 30 Millionen. Und damit haben wir uns, wie ich finde, sehr, sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Viele junge Spieler dabei, aber auch hier ja, Spieler, die bereits viel Bundesliga-Erfahrung gesammelt haben. Und ich glaube, das wäre ein richtig guter Weg für den BVB, wenn man ungefähr so die Transferphase auch in echt, ja,
abschließen könnte. In die Liga sind wir richtig, richtig gut reingestartet. 4 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden. Jetzt geht es rein in die Champions League gegen City. Vermeintlicher Gewinner. Kann ja gut sein, dass die Champions League am Ende der Saison holen werden. Und wir springen jetzt rein. Und ganz ehrlich, heute wird mal ein Spieler eine Chance bekommen, der eine City-Vergangenheit hat. Bjorn Gittens. Ich feiere den Typ extrem. Der rasiert die U19 Champions League wie kein anderer. Wahnsinnstalent, das man wieder einmal für ganz, ganz kleines Geld von City holen konnte. Das ist absolut geil. Er ist der nächste Jadon Sancho und deshalb kriegt er hier auch seine Chance. Gegen die Sky Blues darf er sich mal beweisen. Wir spielen 2-2. Damit kann man echt zufrieden sein. In die Partie gegen Eintracht Frankfurt gehen wir jetzt auch mal live rein, weil ich hier eigentlich nur über Ansgar Knauf sprechen wollte, der leider gar nicht in der Startelf steht. Denn wenn wir mit der Fünferkette spielen, was wir heute nicht tun, dann ist Ansgar Knauf für rechts in der Zukunft meiner Meinung nach die perfekte Option. Denn bei Frankfurt spielt er auch den Schienenspieler, wird defensiv immer besser, ist offensiv unfassbar gut. Also das macht mir so viel Spaß, Ansgar Knauf da bei Frankfurt zu sehen. Und ich hoffe, dass er nach seinen 1,5 Jahren Leihe bei Frankfurt, beim BVB dann auch zum Stammspieler wird. Jetzt geht's also hier rein in die Live-Simulation. 3-2, Hattrick durch Reus und damit stehen wir an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. War tatsächlich eine kleine Falschmeldung, denn die Bayern haben bis jetzt aus 6 Spielen jedes Spiel gewonnen. Wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, interessante Partie, weil wir gegen die auch im Pokal spielen werden. Gehen wir mal rein, gewinnen mit dem Doppelpack von Adeyemi 2-1. Mal gucken, wie es im Pokal laufen wird. Mittlerweile gab es in der Liga auch die erste Niederlage gegen Leverkusen. 2-1 verloren wir dort. Jetzt gegen Wolfsburg im Pokal. Die letzte Pokalsaison, sie war extrem enttäuschend für den Titelverteidiger damals noch. Und dieses Mal sind wir eine Runde weiter. Süle mit Gelb-Rot, aber die Tore von Adeyemi und Brandt reichen für den Einzug in die nächste Runde. Und jetzt ist es Zeit für den deutschen Klassiker. Wenn ihr das Video seht, wenn alles nach Plan läuft, dann war gestern deutscher Klassiker in echt. Und heute ist es hier in FIFA, denn es ist das Duell 2. gegen 1. Ein einziger Punkt trennen uns und die Bayern. Die Bayern also an der Tabellenspitze und wir müssen jetzt an ihnen vorbeiziehen. Mit einem Sieg zu Hause können wir das schaffen. Es ist aber eine Niederlage und das tut natürlich verdammt weh. Rückspiel gegen die Sky Blues in der Champions League. Ihr seht die Tabellensituation. Es ist der Kampf um den ersten Platz so ziemlich klar. Beide Mannschaften sind noch nicht sicher weiter. Aber es sieht gut aus für beide auf jeden Fall. Und wir gewinnen 2-1. Damit sind wir weiter und haben die Tabellenführung auch sicher. Also wir werden nicht mehr den ersten Platz verlieren, weil wir den direkten Vergleich gegen City gewonnen haben. Das ist völlig wild. Werder Bremen scheint hier der 2. Aufsteiger zu sein. In die spielen wir jetzt auch Gewinne 3-1 und danach geht es jetzt in den Pokal gegen Gladbach. Wichtiges Spiel natürlich das Ganze. Kommen wir weiter gegen die Fohlen, die letztes Jahr ja die Bayern rausgehauen haben. Und zauen sie aber nicht raus, denn im Elfmeterschießen setzen wir uns durch, nachdem in den 90 Minuten zuvor und dann den 120 Minuten es beim 2-2 blieb. Am Ende dieses Videos werden wir dann auf jeden Fall auch nochmal eine Partie selbst spielen. Jetzt geht es rein gegen RB. Auch das natürlich ein schwerer Gegner. 3-0. Die Mannschaft ist unfassbar gut drauf und Gnabry spielt ja einfach bei RB. Gladbach ist der letzte Gegner für die Hinrunde. Im Pokal ging das Spiel 2-2 aus. Hier verlieren wir 2-0. Reus noch mit der roten Karte. Und damit verlieren wir auch die Herbstmeisterschaft an Leverkusen. Dennoch kann man mit der Hinrunde sehr zufrieden sein, denn wir sind in allen Wettbewerben noch mehr als gut vertreten. In der Bundesliga 2 Punkte auf den ersten Vizekusen. Im DFB-Pokal sind wir drin und treffen ebenfalls dort auf Leverkusen. Und in der Champions League sind wir Gruppenerster geworden und spielen dann jetzt gegen Barcelona. Ungeschlagen durch die Champions League Gruppe, das ist absolut wild. Dazu entwickelt sich das Team prima, auch die Einsätze gefallen mir soweit sehr, sehr gut. Ich simuliere jetzt nicht jedes Spiel selbst, vieles auch über den Kalender, aber das passt alles ganz gut, klar. Xaver Schlager, der spielt noch etwas zu wenig, auch ein Moder Hut, aber okay. Kann man nicht ganz verhindern, wenn man ein bisschen Kalender simulieren tut. Und ansonsten bin ich zufrieden. Einmal der kurze Blick auf die Neuzugänge. Adeyemi immerhin schon 8 Tore und 2 Vorlagen. Dann haben wir eben Xaver Schlager, 8 Spiele und 2 Vorlagen. Nia KT 15 Mal gespielt, 1 Tor gesammelt. Nico Schlotterbeck 22 Mal gespielt und ebenfalls 1 Tor. Es laufen einige Verträge im Sommer aus und es werden nicht alle davon verlängert werden. Klar, für uns in diesem Video ist nur diese Saison entscheidend, aber dennoch möchte ich natürlich auch die nächste Saison etwas thematisieren. Hummels werden wir auslaufen lassen, Paslak wird auslaufen gelassen. Auch ein Rafael Guerreiro darf den Verein verlassen.
Marco Reus wird natürlich verlängert, genauso wie Mo Dahoud, ein Collins, ein Bjorn Gittens, Semic und auch Hitz, die sollen alle verlängert werden. Marvin Hitz ist der Erste, der einen neuen Vertrag über ein Jahr bekommt. Es folgen Leon Semic, der einen langfristigen Vertrag erhält, ebenso wie Bjorn Gittens, genauso wie Nmandi Collins, bestens bekannt aus unserer Mighting-Karriere. Also die drei Talente konnten schon mal langfristig gebunden werden, alle bis jetzt natürlich vor allem für die zweite Mannschaft in Einsatz, sollen aber nach und nach an die erste Mannschaft rangeführt werden. Und dann gilt es noch, den Vertrag mit Mo Dahoud als auch gleich noch mit Marco Reus zu verlängern. Mo Dahoud bin ich großer Fan von. 3 Jahre soll er noch weiter für den BVB spielen. Und auch der Vertrag mit dem größten Spieler der Vereinsgeschichte wird natürlich nochmal verlängert. Um 2 Jahre, dann wäre Reus 35 und das wäre doch ein tolles Alter, um die Karriere beim BVB zu beenden. Heißt aber auch für Mats Hummels, der natürlich auch eine BVB-Legende ist, ist der Weg hier zu Ende. Sein Gehalt ist einfach zu groß und da wird man sich dann im nächsten Sommer nochmal verstärken auf der Innenverteidigerposition. Vielleicht ja auch mit einem Mann aus der eigenen Jugend. Dann Paslak, ja, hat den Durchbruch nie geschafft beim BVB und Guerrero einfach zu verletzungsanfällig und zu hohes Gehalt dafür. Deshalb wird er jetzt dann doch den Verein verlassen und in meiner Traumvorstellung kommt David Raum dann als Nachfolger. Ich möchte dennoch ganz kurz nochmal auf die nächste Transferphase eingehen, auch wenn die in diesem Video nicht mehr behandelt wird. Es würde dann eben ein neuer Linksverteidiger kommen, vielleicht ein Benze Baini, ein Sosa oder eben die Traumvorstellung David Raum, weil er perfekt auch in die Fünferkette passen würde. Dann hätte ich im Mittelfeld noch interessant gefunden Anton Stach, weil man ja nicht weiß, was mit einem Emre Can passiert, oder ein Okudzukwu, super krasses französisches Talent, und in der Innenverteidigung entweder dann eben eines der aktuellen Top-Talente im BVB-Kader fördern, eben ein Collins oder ein Koulibaly, oder halt ein neues Talent hinzukaufen, beispielsweise ein Mosquera aus Spanien oder sonst eben ein Spieler, der Mats Hummels langfristig, ganz langfristig irgendwann ersetzen kann. Denn ich denke, Schlotterbeck, der wird sich sehr gut einleben beim BVB, neben Niklas Süle und damit Nia Kate als Backup. Und dann kann man da durchaus noch einen jungen Spieler, ja, langsam aber sicher in die erste Mannschaft ranführen. Aber wie gesagt, um die Saison 2023-2024 soll es jetzt in diesem Video gar nicht gehen. Durch die rote Karte, die Reus am letzten Hinrundenspieltag gegen Gladbach bekommen hat, fehlt er jetzt gegen die Bayern zum Rückrundenauftakt, was natürlich ein absolutes Spiel um die Meisterschaft auch ist. Deshalb Emre Can heute Kapitän. Wir spielen im 4-3-3, haben wir sonst auch noch nicht gemacht, und gehen rein gegen die Bayern. Gittens kriegt seine Chance und wir spielen immerhin 1-1. Das kann man mal in München mitnehmen. Mit Reus wieder an Bord geht es jetzt in den Pokal gegen Leverkusen. Ganz, ganz schweres Ding. Dazu fehlt noch Jude Bellingham, unser vom Gesamtrating bester Spieler. Das ist natürlich schmerzhaft. Wir gehen rein und verlieren durch den Doppelpack von Florian Wirtz. Ja, und damit kommt das DFB-Pokalfinale als selbstgezocktes Spiel natürlich nicht mehr in Frage. Vielleicht ja das Champions-League-Finale. Gegen Barcelona stehen wir im Achtelfinale, kein leichter Gegner. 0-0 auswärts ist aber in Ordnung. Dennoch wird der Einzug ins Viertelfinale natürlich verdammt schwer. Das braucht ein kleines Wunder, aber unsere Mannschaft ist für sowas, denke ich, bereit. Ja, oder auch nicht. Aubameyang, der Ex-Dortmunder, zerschießt uns mit einem Doppelpack. 1-4 gehen wir im eigenen Stadion unter. Das zeigt aber mal wieder nur, wie krass viel schlechter die Heimsimulationen sind im Vergleich zu den Auswärtssimulationen. Also die Pokalwettbewerbe sind es wie in der vorherigen Saison auf jeden Fall mal wieder nicht. Aber vielleicht die Liga, da ist man nur 5 Punkte hinter Leverkusen und es ist ja noch ein ganz schönes Stück zu spielen. Dann braucht man aber auch mal 3 Punkte gegen Freiburg, die geben ja 3 Punkte auch nicht so ganz gerne immer her, aber die nehmen wir uns einfach durch 3 Tore, das lässt sich doch sehen. Aber wenn wir im Kampf um die Meisterschaft nochmal mitreden wollen, dann müssen wir Patzer von Leverkusen ausnutzen, so wie jetzt. Die haben nämlich gepatzt, aber wir müssen auswärts in Leipzig ran. Keine leichte Aufgabe. Ich wähle mal die Dreierkette. Und rein geht es gegen RB. 2-1 Niederlage und die nächste rote Karte. Man kann es fast schon als letzte Chance betiteln. Leverkusen patzte am Spieltag zuvor erneut. Wir gewannen gegen Union Berlin. Und jetzt spielen wir zu Hause gegen Leverkusen. Das muss ein Sieg sein, wenn du hier Meister werden willst. Und es wird ein Sieg, 1-0 durch Jude
Bellingham. Und damit ist das hier die Tabelle 4 Spieltage vor dem Ende. Wir sind punktgleich mit Vizekusen. Bayern lauert noch leicht dahinter mit 9 Punkten Rückstand, aber eigentlich sind die schon raus aus dem Meisterschaftsrennen. Und dementsprechend wird es sich in den nächsten 4 Spieltagen zwischen Leverkusen und Dortmund entscheiden und wir werden dann alle in die Live-Simulation gehen. Beziehungsweise den letzten Spieltag gegen Mainz würden wir dann natürlich selbst nochmal in die Hand nehmen. Jetzt geht es erstmal auswärts gegen Köln. Absoluter Pflichtsieg, wenn du Meister werden willst. Es ist knapp, aber es ist der Pflichtsieg. Leverkusen zog mit und am drittletzten Spieltag konnten sie jetzt vorlegen. Heißt, wir sind gegen Wolfsburg, die auch weit oben in der Tabelle dabei sind, in Zugzwang. Come on, Boys, wir müssen nachlegen, wir legen nach. Es ist wieder knapp, aber wir gewinnen wieder 2:1. Borussen-Derby am vorletzten Spieltag. Es kann eine Vorentscheidung in der Meisterschaft sein. Nebenbei wurde der Wechsel von Guerrero zu Barcelona gerade bekannt. Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, muss man wirklich sagen. Aber okay, wir müssen das ausblenden und jetzt gegen Gladbach die wichtigen 3 Punkte holen. 4:0, wir marschieren zur Meisterschaft. Und wenn Leverkusen jetzt es vergeigt hat, dann sind wir so gut wie Meister. Wie hat Leverkusen gespielt? Das ist die ganz, ganz große Frage. Sie haben auch gewonnen. Und damit entscheidet sich alles am letzten Spieltag. Das Finale um die Meisterschaft. Es entscheidet sich also am letzten Spieltag. Wir spielen zu Hause gegen den 16. aus Mainz und Leverkusen spielt ebenfalls zu Hause gegen den 9. aus Augsburg. Es ist, ja, absolute Wahnsinnsspannung und ich bin richtig heiß auf diesen 34. Spieltag. Ihr seht noch einmal die tabellarische Situation. Wir sind in Sachen Tordifferenz so klar vor Leverkusen, dass die nur die Meisterschaft holen können, wenn wir heute gegen Mainz patzen. Noch dazu kann Reus die Torjägerkanone gewinnen, wenn er mindestens 2 Tore schießt und ein Matcher parallel nicht trifft. Und er kann auch bei 2 Vorlagen tatsächlich noch bester Vorlagengeber werden. Gregor Kobel kann, wenn wir die Null halten, definitiv bester Torhüter werden. Dort liegt er nämlich gerade mit einer weißen Weste vor dem Torhüter von Leverkusen. Und das ist die Aufstellung vom BVB. Gregor Kobel im Tor, Süle, Hummels, Schlotterbeck davor. Dann haben wir Dahoud, Bellingham, Wolf, Rothe und Reus, Adeyemi und Malen davor. Guerrero nur auf der Bank, der ist, ja, vielleicht mit den Köpfen schon ein wenig in Barcelona, deshalb spielt Rothe. Er ist durchaus die Zukunft dort, auch wenn er sich dann in der nächsten Saison auf jeden Fall gegen einen neuen Kontrahenten erstmal durchsetzen muss. Lee, der Ex-Kieler, ist mittlerweile Kapitän von Mainz, nachdem wir ja Niakate von denen abgekauft haben, der heute auch auf der Bank sitzt. Und damit geht es rein ins entscheidende Spiel um die Meisterschaft. Bellingham zieht in die Mitte. Karim Adeyemi, Adeyemi und die Führung für den BVB. 6 Minuten hat es gebraucht. Wir haben Mainz direkt in den Strafraum eingekesselt und dann ruhig herumgespielt. Jude Bellingham hat das Heft in die Hand genommen. Natürlich auch bei ihm fraglich, ob er nächstes Jahr noch beim BVB spielt. Real Madrid, Manchester City und Co. werden ein ganz dickes Auge auf ihn geworfen haben im Sommer 2023. Jetzt aber erstmal der, ja, mögliche Meisterschaftstreffer durch Karim Adeyemi. Übrigens sein 10. Tor im 30. Spiel, das lässt sich für eine erste Saison als 20- bis 21-jähriger Spieler echt sehen. Marius Wolf, die Flanke ist super und den lässt Daniel Mahn liegen. Rothe auf dem Flügel, schöne Hereingabe. Da sind unsere Stürmer natürlich nicht die besten drin im Verwerten von Flanken. Mo hat irgendwie hier eine leichte Blessur, aber kann anscheinend erstmal weiterspielen. Oh, jetzt kommt Mainz. 40 Minuten lang hat unsere Abwehr gar nichts zugelassen. Jetzt der erste Torschuss von Mainz. Also ich bin von der 3er-5er-Kette echt überzeugt. Die Innenverteidigung ist super und auch Rothe und Wolf auf den Flügeln machen offensiv wie defensiv einen super Job. Oh, schön gespielt. Und wieder wirft sich irgendeiner rein. Kurz vor der Pause nochmal eine Ecke durch Marco Reus. Die kommt für Jude Bellingham, ist dann aber rausgeklärt und somit geht es mit 1:0 in die Pause. Starke erste Halbzeit, nur die Chancenverwertung, die stimmt noch nicht. Die 0 steht hinten und jetzt ist die Frage, wie steht es bei Leverkusen? 1:1 dort zur Pause, also aktuell sind wir sicher Meister. Leverkusen müsste jetzt in Führung gehen und wir müssten hier ein Gegentor kassieren. Ich habe zur Pause jetzt einmal gewechselt. Bione Gittens ist jetzt reingekommen für Marius Wolf. Marius Wolf hat das toll gemacht, aber ich möchte den jungen Engländer jetzt hier mal ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, dass der das auch ganz passabel machen wird. Bei Dahoud hat sich das mit der Verletzung übrigens von selbst erledigt.
Malen und Adeyemi im nächsten Angriff, den wir wieder nicht gut ausspielen. Marco Reus, und das ist jetzt mal ein richtig guter Ball für Daniel Malen. Lupfer rein, 2-0. Und langsam aber sicher kann man hier die Festlichkeiten beginnen lassen. Super Ball von Marco, super abgeschlossen von Daniel Malen, der in der zweiten Saison jetzt nochmal besser angekommen ist als in der ersten, wo er ja in der ersten Saison in der Hinrunde sehr, sehr lange gebraucht hat, um seine ersten Treffer für den BVB zu erzielen. In der Rückrunde wurde es dann immer besser und ja, das macht er natürlich klasse, auch wenn Finn Dahmen da jetzt auch nicht gerade perfekt aussieht. Der Hut, Malen, Malen, 3-0, BVB, die Meisterschaft, sie ist da, die erste seit 2012. Und damit kann man nochmal wechseln. Mats Hummels wird in seinem letzten Spiel für den BVB ausgewechselt. In seinem letzten Spiel wird er nochmal die Meisterschaft holen. Und der Ex-Mainzer Nia KT kommt jetzt rein in die Partie für ihn. Und Mainz steht jetzt richtig, richtig schlecht hinten drin. Karim Adeyemi zum 4-0. Jetzt hat der BVB richtig Spaß an dieser Partie. Einen letzten Wechsel gibt es bei uns dann noch. Der überragende Rote geht runter. Für ihn kommt Giovanni Reyna nochmal in die Partie. Heißt, wir spielen jetzt doppelt, auf beiden Seiten doppelt offensiv für die letzten Minuten, um hier vielleicht nochmal das eine oder andere Tor reinzuhauen. Oder um halt nochmal einen Konter zu kassieren. Nee, einfach um Gregor Kobel nochmal eine Chance zu geben, sich auch hier nochmal auszuzeichnen. Ja, die reine Dreierkette war dann doch deutlich zu offensiv, aber egal. Wir wissen ja auch, dass Leverkusen schon ein Gegentor kassiert hat. Dementsprechend wird Gregor Kobel dennoch der beste Torhüter der Bundesliga bleiben. Reus nochmal, Moderhut, Moderhut, 5-1. Ich denke, das ist der Schlusspunkt. Kittens nochmal super rübergelegt, 6-1. Die beiden Joker auf den Flügelpositionen machen noch ein Tor. Und damit gewinnt der BVB in einem furiosen Spiel das erste Mal seit 2012 wieder die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga. Was für eine spannende Saison war das. Was für eine geile Saison war das. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, dieses Projekt. Wenn es euch auch viel Spaß gemacht hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und schreibt auf jeden Fall Teams rein, mit denen wir sowas nochmal machen sollen. Eine Saison realistische Transfers tätigen und dann gucken, wie weit es für diese Mannschaft gehen kann. Mir hat es richtig Spaß gemacht und Dortmund wieder einmal als Meister zu sehen, das macht mir als BVB-Fan natürlich auch sehr, sehr viel Spaß. Und es war wirklich eine unfassbar geile Mannschaft, die wir hier zusammengestellt haben. Wir haben den Umbruch eingeleitet und da wird in der nächsten Saison hier weitergehen durch die Abgänge von Guerrero, Mats Hummels und Co. Es werden wieder neue Spieler kommen. Und vor allem das mit der Fünferkette hat mir heute auch extrem gut gefallen. Ich hoffe, so wird man auch in echt einigermaßen spielen. Und ja, die Meisterschaft ist bei uns das Resultat. Wenn das in echt so kommt, dann wäre das ein absoluter Traum. Ja, und dann wird man auch mal mit einer Trainerstelle bei Barcelona belohnt. Die wird natürlich abgelehnt, denn wir blicken jetzt noch zum Ende dieses Videos auf alle Statistiken. Also, der BVB gewinnt am Ende einen Punkt vor Leverkusen die Meisterschaft. Der DFB-Pokal, der geht an die Bayern. Und die Champions League, die gewinnt am Ende Tottenham. Alles klar. Euroleague geht dann an Chelsea und Conference League an Real Sociedad. Das interessiert uns alles sehr, sehr wenig, denn uns interessiert viel eher, wer Torschützenkönig wurde. Das wurde ein Matcher. 2 Tore vor Marco Reus. Der sollte aber bester Vorlagengeber geworden sein. Nein, wurde er nicht, denn Müller macht am letzten Spieltag noch eine weitere Vorlage. Dadurch Reus sowohl bei den Torschützen als auch bei den Vorlagengeber Zweiter und somit Topscorer der Bundesliga. Und Gregor Kobel wurde am Ende der beste Torhüter des Turniers. Das ist doch mal eine richtig, richtig schöne Sache. Das hier ist das Team, was am Ende die Meisterschaft gewonnen hat. Und jetzt gucken wir hier auch nochmal in die einzelnen Statistiken rein. Richtig, richtig starke Saison von Gregor Kobel, kann man auf jeden Fall festhalten. Guerrero verabschiedet sich also nach einer tollen Saison mit der Meisterschaft. Rote ist bereit, zumindest mal als Backup in seine Fußstapfen zu treten und dann mit David Raum vielleicht zusammen auf der linken Seite einfach ein super Duo zu bilden. Süle war unfassbar gut, Hummels in seiner letzten Saison echt noch in Ordnung. Junge Schlotterbeck, das war so krank, wie der gespielt hat gegen Mainz. Also ich kenne ihn ja aus der Bayern-Karriere, da spielt er schon gut, aber hier, das ist ein anderes Level, das muss man wirklich sagen. Nia KT als Backup seinen Job gut gemacht. Meunier in der Viererkette, ja unser Linksverteidiger.
gewesen. Und Dreierkette war es dann immer Wolf. Schlager nur 13 Einsätze, das muss natürlich noch mehr werden, aber viel Kalendersimulation und da wurde halt immer Emre Can eingesetzt, der 30 Einsätze am Ende hat. Thorgan Hazard immerhin mit 25, Jude Bellingham komplett krank, der Typ ist immer noch 19, Vertrag läuft jetzt noch 2 Jahre, heißt man könnte ihn noch ein weiteres Jahr halten und dann im Sommer 2024 verkaufen für eine Menge Kohle oder eben jetzt schon, dann wird man noch mehr Geld bekommen. Modarut hat am letzten Saisonspieltag dann auch sein bestes Spiel gemacht, ich glaube alle 3 Scorer dort gesammelt, kann gut sein. Julian Brandt auch echt stabil gewesen, Marco Reus der absolute Wahnsinn, Marco Reus auch in echt, also ganz ehrlich, wenn irgendjemand auf dieser Welt Marco Reus kritisiert, dann soll er sein Maul halten, weil der Typ ist immer noch einer der wichtigsten Spieler beim BVB. Gio Reyna, ja, etwas enttäuschend der Saison. Marius Wolf dafür richtig, richtig stark. Ansgar Knauf würde dann in der nächsten Saison den Stammplatz von Wolf wahrscheinlich übernehmen, weil er einfach ein Riesentalent ist. Bjørn Gittens immerhin noch mit einer Vorlage am letzten Bundesligaspieltag und würde in der nächsten Saison dann natürlich auch nochmal deutlich mehr spielen. Malen echt richtig, richtig stark und auch Adeyemi für die erste Saison völlig okay. Tiggins dann noch als Backup und Mokoko, der eben noch verliehen ist und dann entweder in der nächsten Saison oder in der übernächsten Saison wieder in den Kader integriert werden würde. Und das war's vom BVB. Ich finde, es war eine richtig, richtig coole Geschichte, die wir hier mit diesen Transfers hier aufgestellt haben. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare, mit welcher Mannschaft wir das noch machen sollen. Auf Bayern hätte ich persönlich Bock, aber auch auf viele andere Teams. Und dementsprechend sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.